Ja, und wir verlassen Franken und fliegen mal schnell über den großen Teich, denn unser Ziel heißt Las Vegas. Ja, und dorthin begleiten wir unseren Patinator Peter Wackler aus Erlangen. Der Schlagerstar macht nicht nur am Ballermann in Mallorca und bei Après-Ski-Partys in den Alpen gute Stimmung. Nein, das macht er auch in den Staaten. So ist es. Unser Kollege Tobias Burkhardt hat ihn eine Woche lang begleitet. Und heute sehen Sie Teil 1 unserer Wochenserie Viva Las Wackel. Herzliches Willkommen aus Las Vegas, zu Hause in der Heimat, liebe Franken-TV-Zuschauer. Im Hintergrund sehen Sie das Hotel Tropicana, 22 Stockwerke hoch, über 1800 Zimmer. Da haben wir gerade eingecheckt, zusammen mit dem Patinator aus Erlangen, Peter Wackel. Viva Las Wackel heißt unsere Serie. 5 Tage lang begleiten wir den Sänger durch die Spielermetropole hier in Nevada. Bevor wir allerdings die Glitzerwelt hier in Las Vegas erleben durften, lagen harte 12 Stunden Flug hinter uns. Und die versüßt man sich im Voraus am besten mit einem kleinen Starterbierchen am Frankfurter Flughafen. In knapp einer Stunde hebt der Flieger ab Richtung Nordamerika. Genug Zeit also noch für Peter Wackel im Cockpit die richtige Musik aufzulegen. Okay, so. Peter Wackel, wunderschön gegrüßt Gott. Über den Wolken sind die Wackelzinnis so grenzenlos. Ich freue mich auf den Flug mit euch und ganz herzlichen Dank, dass wir hier an Bord sein dürfen. Und viel Spaß mit 23 Songs Peter Wackel heute. Danke. Peter reist natürlich nicht allein. Im Schlepptau hat er 8 gute Freunde, die zusammen mit ihm den Sprung über den großen Teich wagen. Und während sich die Stewards und wohl auch die meisten Fluggäste überlegen, wie sie am besten dem bevorstehenden Jetlag entgegenwirken können, ist Peter Wackel bereits in bester Zockerlaune. Ich war zweimal schon Tagessieger, das heißt also Chipleader. Ich hoffe, das bewahrheitet sich natürlich in Las Vegas genauso, denn es wird das allererste Mal sein, dass ich an einem echten Pokertisch teilnehme. Also ich war auch noch nie in Franken oder in Deutschland irgendwo dabei, Poker zu spielen, aber in Las Vegas ist es für mich das erste Mal und ich hoffe, ich verliere nicht gleich Haus und Hof. 7 Stunden später ist es geschafft. Las Vegas empfängt uns bei windigen 17 Grad. Für den ersten Abend hat sich Peter Wackel schon viel vorgenommen. 11 Stunden Flug hin oder her, rein in die Lederhosen und dann schnurstracks ab in Richtung Hofbräuhaus. Ja, das gibt's tatsächlich in Las Vegas 1:1 dem Münchner Original nachgebaut, mit echt bayerischem Bier frisch eingeflogen. Und Peter Wackel tritt dort heute Abend auf. Überwiegend englischsprachige Gäste nehme ich an, Peter. Wie wirst du die mit überwiegend deutschen Texten überzeugen? Erstmal freue ich mich, dass ich endlich hier stehe, vom legendären Hofbräuhaus, nicht in München, sondern in Las Vegas, und ich singe komplett nur Deutsch heute Abend. Also da darf kein englisches Wort fallen. Ich denke mal, wir müssen uns umstellen hier in Amerika, um Englisch zu sprechen. Also dürfen sich die Amis auch mal einen Abend umstellen, Deutsch zu sprechen heute Abend mit mir, mit der echten Wackelshow im Hofbräuhaus. Und der Rotsee-Power aus Heideck, also auch echte Franken, heute Abend als Band im Hofbräuhaus mit dabei. Wer hätte das gedacht, wir sind nicht die einzigen Franken im Hofbräuhaus Las Vegas. Die Rotsee-Musikanten aus Heideck spielen zur bayerischen Brotzeit auf. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass sich Peter Wackel die übrigen 4 Tage natürlich echt amerikanisch ernährt hat, wie sich das in Las Vegas gehört. Was 9 Männer in Las Vegas so alles mit einer Stretch-Limousine anstellen und wie sich Peter Wackel bei seinem Auftritt im Hofbräuhaus geschlagen hat, morgen mehr dazu bei Viva Las Wackel auf Franken TV. Also wenn das kein guter Vorgeschmack war auf den Rest der Woche, da kommt noch einiges auf uns zu. Wir begleiten ihn natürlich weiter bis zum Ende der Woche, bis zum bitteren Ende, möchte ich schon fast sagen. Las Vegas, apropos Zocken, da fällt mir was ein. Gewinnspiel. Ja, wir würden